Zuletzt bei Lego Star Wars die Skywalker Saga. Nach einem epischen Kampf zwischen Darth Maul, Obi-Wan und Qui-Gon Jinn konnten die beiden Jedi den Sith besiegen, allerdings starb Qui-Gon hierbei. Das Level konnten wir zu 100% jedoch abschließen und die Gungans kämpften ebenfalls auf der Planetenoberfläche gegen die Druiden. Hier mussten sie sich allerdings der Übermacht der Druiden geschlagen geben und die letzte Hoffnung hängt nun an Anakin Skywalker, der in einem Naboo-Fighter hoch oben im Weltall auf ein Handelsföderationskommandoschiff zufliegt. Freunde, wir befinden uns im Weltraum über Naboo und wir müssen nun gegen eine Raumstation der Handelsföderation kämpfen. Ich bin jetzt hier schon mal ein bisschen rumgeflogen. Ich muss sagen, die Raumschlachten sind recht cool inszeniert. Bloß ich sehe gerade einfach aktuell keinen einzigen Gegner. Doch da vorne. Und das macht schon echt Laune. Verdammte Scheiße, mir hängt hier irgendeiner am Arsch, der mir hier mies auf den Sack geht. Ich habe natürlich meine Lasergeschütze hier. Ich habe aber auch Photonentorpedos, die ich schießen kann, die dann automatisch ihr Ziel suchen. Also, wir haben ein recht gutes Arsenal, aber wir wollen jetzt natürlich in die Story-Mission gehen. Und das könnte eventuell unsere erste, Weltraum-Story-Mission werden. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, da sehe ich Geld, ich sehe Dinge, die ich abschießen muss. Okay, Freunde. Da sehe ich uns doch schon mal. So, wir müssen jetzt quasi einfach dieser Raumstation sehr, sehr, sehr viel Damage machen. Und ich glaube, bevor ich hier irgendwas tue, fliege ich jetzt hier einfach mal im Kreis. Und sammel einfach mal das ganze Geld ein. Ich sehe, dass hier unten noch mehr Geld ist. Na, wir fliegen da einfach mal durch. Wie gesagt, die hängen mir ein bisschen am Arsch. Da ist ein Zehntausender. Holy shit. Einfach ein Zehntausender. God damn it. Let's go. Damit haben wir schon 2 von 3 Cash-Missionen abgeschlossen. Ey, mega! Mega! Die Steuerung ist auch richtig gut. Was ist das denn? Aha. Mit dem einen lenken wir quasi so mit dem einen Joystick und mit dem anderen Joystick lenken wir hoch und runter. Das funktioniert actually ziemlich, ziemlich gut. So, und jetzt haben wir, glaube ich, gleich auch alle Geschütze hier abgeschossen. So, jetzt mache ich hier mein kurzes Looping, damit ich einfach mal die von meinem Arsch hier wegbekomme. Ich sehe auch gerade, dass ich Druidenflieger auch abschießen muss. Ich habe gerade irgendwas abgeschossen, wovon ich 1 von 4 brauche. Okay, oh mein Gott. Oh, werde ich hier abgeschossen. Irgendwas habe ich abgeschossen, wovon ich eine 1 von 4 brauche. Das habe ich noch nicht verstanden. So, aber Freunde, ich glaube, haben wir den wahren Jedi gerade geschafft? Ja. Wir haben gerade eiskalt den wahren Jedi geschafft. Und das ohne, dass ich groß nachgedacht habe. Das ist gruselig. So. Okay. Ich schieße es hier einfach mal ein bisschen weiter. Aha, ich habe gerade irgendwas eingesammelt. Und schau mal, da ist noch mehr Geld. Da sind sogar übelst viele Tausender. Okay. So, jetzt schaue ich nochmal. Muss ich vielleicht das hier einfach abschießen? Moment. Da, du weg. Genau, das ist... Da war schon wieder eine 2 von 4. Doch. Irgendwas, was hier außen an dieser Raumstation dran klebt. Die hier, oder? Ja, diese Funktürme oder was auch immer das ist. Davon muss ich 4 abtrennen. Boah, mir hängen, glaube ich, so viele Jäger am Arsch. Yeah, das ist Minikit Nummer 1 von 5. Sehr, sehr, sehr schön. Okay, dann düsen wir jetzt mal wieder an die Oberseite. Boah, shit. Boah, wie episch das gemacht wurde. Oh, kacke. Das ist nicht so gut. Das war jetzt nicht so gut. Hat nicht so gepasst. Aber ich glaube, wir haben jetzt die erste von 3 Missionen geschafft. Jetzt das Problem ist, es ist immer leider sehr, sehr schwer herauszufinden, was unsere Mission ist. Mit ihren Bodentruppen kappen. Zerstört den Sendemast. Ja. Bin dabei. So. Da haben wir auch noch irgendwas, was wir abschießen müssen. Ich weiß noch nicht, was das ist, aber ich schieße einfach mal drauf. So. Und da sind jetzt noch die Funktürme, die wir auch in die Schranken weisen müssen. Kann ich eigentlich auf die auch ein Photonentorpedo schießen? Ja. Aber das macht genauso viel Damage wie normal. Okay, oh Gott. Ich krieg hier Vollgas auf die Fresse, Guys. Aber irgendwie geht auch mein Flieger nicht kaputt, muss ich auch einfach an der Stelle mal zugeben.
So, ich schieße mal jetzt aber auch mal die ganzen kleinen Geschütze ab. Vielleicht ist es irgendwie eine Sondermission, auch diese ganzen kleinen Geschütze kaputt zu machen. Und ich schieße erstmal wirklich alles ab, was es hier so an dieser Station gibt, ne? Man weiß nie, wo sich die nächste Bonusmission versteckt. So, aber ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt diese komplette Kampfstation unbrauchbar gemacht habe, oder? Nein, warte mal, da ist noch was. Ah, das kann ich auch kaputt schießen. Holy shit, hallo. Okay, dann schießen wir doch auch da mal drauf. So, Moment, 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 Moment. Dann nehmen wir doch auch mal hier diesen Hauptteil komplett raus. Da habe ich jetzt, glaube ich, wieder Leben bekommen oder so. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Und da habe ich jetzt aber auch noch eine angefangene, genau, Satellitenschüssel gesehen. Okay, ich muss jetzt nur noch ein paar Jäger rausnehmen. Was irgendwie ein bisschen gruselig ist, weil ich würde irgendwie gerne noch viel mehr finden, ne? Aber hier ist halt irgendwie auch gar nicht mehr los, müssen wir jetzt einfach mal zugeben. Es sind einfach nur diese Raumstation. Da ist noch eine Satellitenschüssel. Die wir an der Stelle auch komplett rausnehmen können. Wir zünden hier nochmal einen schönen Looping. Dann nehmen wir jetzt hier mal Flieger 8 von 10 raus. Wie gesagt, wir könnten jeden Moment diese Mission hier beenden, aber irgendwie würde ich gern noch mehr finden, aber ich finde einfach nicht mehr. Alles klar, ich würde sagen, dann beenden wir den Shit hier, oder? Boots! Oh, ich habe irgendwas gerade bekommen. Ich habe irgendwas gerade bekommen, habt ihr das gehört? Ich habe gerade ein zweites Minikit bekommen. Warum? Was habe ich getan? Ich würde euch gerne sagen, was ich gerade geschafft habe. Ich weiß es aber beim besten Willen selber nicht, was ich hier gerade getan habe, Guys. Es tut mir sehr leid. Was zur Hölle? Okay, Guys. Jetzt geht's hier rein. Jetzt geht's hier rein. Jetzt machen wir komplett Feierabend. Jetzt schießen wir hier wirklich alles runter, was geht. Ja, aber ich versuche auch diese ganzen Panzer hier kaputt zu machen. 8 von 10! Ja, ja. Ich glaube, ich muss noch mehr von diesen Panzern kaputt machen. Kacke. Nicht so gut. Oder? Doch, schaut mal, ich habe gerade ein drittes Minikit bekommen. Ich weiß schon wieder nicht wofür. Wahrscheinlich für die Panzer, die ich runtergeschossen habe. Aber ich feiere das. Jetzt habe ich sogar ein viertes bekommen. Hä, was tue ich denn? Ey, es freut mich, aber ich verstehe es nicht. So, und jetzt machen wir einmal Feierabend, oder? Oh mein Gott. Yeah. Das Kontrollschiff der Droiden wurde zerstört. Seht! Die Knickknack kaputt. Der Rasenmäher, Bro. What the fuck? So, der König der Handelsföderation wurde abgeführt. Herzlichen Glückwunsch zu eurer Ernennung, Kanzler. Gemeinsam werden wir der Republik Frieden und Wohlstand zurückbringen. Was wird jetzt mit mir passieren? Der Rat hat mir die Erlaubnis erteilt, dich auszubilden. Yippie! Es besteht kein Zweifel, der mysteriöse Krieger war ein Zist. Immer zu zweit, sie sind ein Meister und ein Schüler. Der Frosch! Yeah! Let's go! Guys, Episode abgeschlossen, die dunkle Bedrohung. Aber noch nicht zu 100%, Freunde. So, ich weiß, wie gesagt, bis jetzt immer noch nicht, was ich geschafft habe. Also, Waren Jedi haben wir geschafft, wir haben das Level abgeschlossen. Habe ich irgendwelche Missionen geschafft? Hochbegabt. Rollen ist ein guter Trick, okay. Eine Mission habe ich nicht geschafft. Und ich habe einfach 4 Minikits bekommen und ich kann euch beim besten Willen nicht sagen, wofür. Also ich kann euch nicht sagen, was ich getan habe. Bei manchen weiß ich es, bei manchen nicht. Okay, dann stürze ich mich nochmal in dieses Level. Ich habe ein bisschen Angst davor, muss ich zugeben. 82% haben wir schon. Wähle diese Episode noch einmal aus, um Level zum freien Spiel erneut zu erkunden. Ja, das werde ich machen. Freies Spiel Galaxis.
Er will diesen Modus aus, um bereits entdeckte Teile der Galaxis im freien Spiel zu erkunden. Verwende jeden beliebigen freigeschalteten Charakter, um Kalbersteine, Schiffe und vieles mehr zu sammeln. So, und wir haben Episode 2 freigespielt. Sau stark, aber ich will jetzt hier erstmal das letzte Minikit und vor allem auch die letzte Mission finden. So, freies Spiel. Ja, ich hoffe, ich kann noch dieses Missionsgerücht, diesen Tipp, den man bekommt, auch sozusagen noch in der Mission selber kaufen. Aber ich glaube schon. Schau mal, da ist ein... Schau mal, Freunde, was da ist. Habt ihr das gesehen? Da, was ist das? Ist das ein Wettrennen? Okay. Hier, netter Trick. Da kriegen wir ein Minikit für. Jawollo. Wie konnte ich denn das übersehen? Müssen wir die Signaltürme zerstören. Okay, was muss ich tun? Was muss ich tun? Einfach hier durch diese Bälle fliegen? Wahrscheinlich, ne? Und das im passenden Zeitraum. Ja, okay, das erklärt natürlich so einiges. Das erklärt natürlich so einiges. Scheiße, ich finde diese Ende. Wo muss ich denn hin? Da unten. Oh boy. 4, 5. Nee, das hat nicht gegolten. Scheiße. Jetzt muss ich nach oben. Oh boy, ich bin so schlecht. Aber wir haben schon 5 und ich muss es in 100 Sekunden schaffen. Das heißt, wir haben jetzt die Hälfte in 35. Das schaffen wir schon irgendwie. Wir haben zum Glück, das sehe ich jetzt, dass wir haben diese Questmarker. Wir haben hier dieses grüne Licht, was uns anzeigt, wo wir lang müssen. Das habe ich davor nicht beachtet. So, Moment, wo muss ich jetzt lang? Aha. Hier, da vorne. Das nehmen wir mit. Das ist die 9 von 10. Zack. Hallo? Warum gilt das nicht? Da unten. Oh, ich brauche es dich. Du bist die 9 von 10. Aber warum war der schon grün? Egal. Und jetzt 10 von 10, oder? Jawollo. Goldmedaille. Und wir bekommen das Minikit dafür. So, Freunde. Und damit habe ich alle Minikits. Und ich weiß beim besten Willen nicht, was ich jetzt genau getan habe. Und jetzt müssen wir noch rausfinden, was unsere letzte Mission ist. Das schaffen wir. So, Aufträge. Genau wie Podrennen. Richtig. Hier Herausforderungen. Genau wie Podrennen. Da. Das brauchen wir. Zerstör das Druiden-Kontrollschiff, ohne besiegt zu werden. Hä? Wurde ich einmal besiegt? Hä? Bin ich einmal kaputt gegangen? Bin ich wirklich einmal explodiert? Na, jetzt schauen wir erst. Ich hätte eigentlich schwören können, dass ich nicht bis... Doch, ich bin, glaube ich, einmal abgestürzt. Stimmt, ich bin innen drin einmal abgestürzt. Okay, ja, weil ich auf diese Panzer geschossen habe. Ja, das schaffen wir, Geist, das schaffen wir. Okay, Freunde, was jetzt sehr skurril ist, ich habe die Mission nochmal neu gestartet. Im freien Spiel werden mir diese Vulture-Druiden, ne, nicht angezeigt als Ziel. Also... Ich kann die nicht treffen. Normalerweise sind diese Waldschadruiden, die immer so rot ummantelt. Aber ich kann im freien Spiel diese Waldschadruiden nicht killen, weil die mir nicht angezeigt werden. Das heißt, ich versuche jetzt diese Mission im Story-Modus abzuschließen. Also, so ganz bugfrei läuft dieses Game noch nicht, Freunde. Sehr schön. Und ich habe jetzt sogar schon den letzten Stein bekommen. Also man muss, glaube ich, nur von außen eindringen. Man darf außen nicht kollidieren. Dann schafft man diese Mission. Oh, shit. Okay, aber es hat irgendwie funktioniert. Alles klar. Ich glaube, wir haben die 100%. Wow, ich habe sogar gerade eine Silbertrophäe bekommen. Ich habe keine Ahnung, wofür. Ich krieg dauernd Trophäen. So, wahre Jedi. Alle 3 Missionen. Und alle Minikits. Let's go. Und jetzt müssen wir nur noch das Level mit den Gungans zu 100% abschließen. Dann haben wir die komplette erste... Oh, Entschuldigung. Episode zu 100%. Das kann fucking interesting werden. Und das wird jetzt vor allem aus dem Gesichtspunkt interessant, dass ich ja noch... Also, dieses gesamte Level spielt sich ja nur in diesem Kreis ab. Also so, wo soll denn hier etwas versteckt sein? Das erklärt sich mir noch nicht so ganz. Aber ich bin mir sicher, dass wir das früher oder später herausfinden werden, meine lieben Freunde. So, wir müssen jetzt wirklich ganz genau aufpassen, was wir tun. Dieses Level ist so klein. Und schau mal, auf der Karte ist sogar ein Minikit eingezeichnet. Nein! Ich brauche hier einen Bösewicht, den ich noch nicht besitze. Das stinkt doch asozial. Okay, also hier ist auf jeden Fall schon mal Nummer 1. Schau mal, wird das hier sogar auf der Karte angezeigt. So, da bin ich gerade so. Das heißt jetzt noch hier weiter rüber. So, genau, da brauche ich einen Kopfgeldjäger.
Das habe ich aber. Warum habe ich denn eigentlich noch... Oh, warte mal. Ich habe einen Bösewicht. Habe ich einen? Ja! Oh, lol! Der Kampfdruide gilt als Bösewicht. Den können wir uns jetzt kurz kaufen. Und den können wir sogar in mehreren Varianten kaufen. Let's go. Komm, wir machen das jetzt einfach mal. Sogar hier in den Sniper-Dude. Ja, auf geht's. Okay. Aber warte mal. Dann gehen wir jetzt kurz hier rüber. Ey, dann können wir das Level doch zu 100% schaffen. Wie stark. Ah, die haben Thermaldetonatoren. Und da ist Minikit Nummer 1. Okay, geiler Scheiß. So, dann mache ich jetzt hier gleich weiter. Warte mal hier. Enfys, du bist doch... Du bist kein Kopfgeldjäger, ne? Nee, bist du nicht. Okay, dann nehmen wir uns hier kurz mal wieder den Mandalorianer. Bester Charakter, ich sag's euch, wie es ist. So, der erledigt das kurz. Mit seinem Salvengewehr. Mhm. Nummer 2. Alles klar. So, dann hier drüben dürfte ja noch mehr unterwegs sein. Hier ist dann Nummer 3. Was brauche ich hier? Okay, einfach einen Sith oder einen Jedi. Das kriegen wir hin. Dann nehmen wir uns hier gleich an der Stelle. Nee, stopp. Ich will nicht den ersetzen. Ah, ich bin noch mit dem Auswahlmenü ein bisschen überfordert. Wir haben uns ja den wunderbaren Darth Maul hier geholt. So. Für mich ist das ein Kinder. Oh nee, warte mal. Das müssen wir wahrscheinlich hier bauen, ne? Wahrscheinlich erst du. Ah, nee, dann kommst du drauf. Exakt. Dann der Kollege. Oder? Nein, noch nicht. Da kommt erst die Maske. Okay, erst die Maske. Zack. Und dann kommt noch das hier oben drauf. Oh, nice. Oh, da können wir uns selber ein Minikit bauen. Wie cool. Nummer 3 am Start. So, und jetzt ist noch Nummer 4 hier drüben. Was brauche ich hier? Ein Schrottsammler brauche ich. Aber haben wir auch. Dank des Character Packs. Let's go. Let's go. Okay, was muss ich hier tun? Einfach reinboxen? Nee. Draufschießen? Was muss ich tun? Muss ich was dafür finden? Ich verstehe noch nicht ganz. Ich habe das Gefühl, dass ich etwas tue. Was ist das? Irgendwas Grünes. Ich muss da irgendein Gegenstand finden als Schrottsammler, oder? Aber der kann auch nur schießen. Hm. Oder kann ich hier was machen? Nee, auch nicht. Ich verstehe meine Fähigkeit als Schrottsammler noch nicht. Ich habe folgende Vermutung. Wir haben diesen Schrottsammler ja nur durch den Character Pack. Und ich habe einfach das Gefühl, dass das Spiel noch nicht darauf... Also das Spiel denkt einfach, wir könnten zum aktuellen Zeitpunkt noch keinen Character Pack haben. Noch keinen Schrottsammler haben. Weil im Tutorial wird der Schrottsammler auch nicht erklärt. Also es gibt ja diese großen Tutorial-Texte. Und in denen wird der Schrottsammler auch noch nicht erklärt. Dementsprechend kann ich mir wirklich vorstellen, dass wir erst im Laufe des Spiels einen Schrottsammler finden müssen, damit das Spiel dann sozusagen erkennt, dass wir Schrottsammlerfähigkeiten ausführen können. Also ich bin noch etwas unschlüssig, was das hier angeht, aber ich vermute, das müssen wir dann einfach bei gegebener Zeit nachholen. Ich finde es so geil, dass man dem wirklich den Schädel wegschießen kann. Und ich habe irgendeine Mission gerade geschafft. Boah, ich blicke hier nicht durch. Jawollo! Okay, Freunde. Das nächste Minikit bekommt man, wenn man, glaube ich, diese Suchdruiden hier kaputt böllert. Ich bin richtig hohl. Ich habe die gar nicht als Feinde wahrgenommen, ohne Scheiß. Ich fürchte, das ist zu neumodisch. So, hier brauche ich wieder einen Schrottsammler. Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist leider für uns nicht lösbar. Das ist echt traurig. Ein Java brauchen wir, der kommt safe erst in Episode 4. Das ist ein Ewok. Die kommen alle erst in Episode 4, 5, 6, habe ich das Gefühl. Aber der Kollege ist leider nicht in der Lage, das hier aufzumachen. Diese Suchdruiden hier runter. Ja, und die letzte Mission habe ich mir mittlerweile auch gekauft für 30.000 Stats. Da müssen wir bei der Katapult-Session alle großen Panzer kaputt feuern. So, davon ist, glaube ich, der letzte Suchdruide, ja. Und dann sollten wir, glaube ich, in der Lage sein, hier alles zu schaffen. Wie gesagt, was mit diesem Schrottsammler los ist, warum der mir das nicht aufbrechen kann, weiß ich nicht. Ist ein bisschen traurig.
Aber müssen wir jetzt einfach akzeptieren. Aber ich mache den wahren Jedi jetzt auch noch. Weil, Freunde, wir wissen, dass wir 10.000 Slots bekommen, wenn wir ein Minikit einsammeln. Was wir bereits schon mal hatten, ne? Und dementsprechend... Warte mal, warum nicht? Ich habe doch da hier. Hier sind die 10.000. Okay, sehr schön. Und damit können wir jetzt relativ easy hier Feierabend machen. So. So, und jetzt da hinten noch den letzten Panzer kaputtböllern. Und ich... Yes, Freunde. Da ist die dritte geschaffte Mission. So muss das. Good job. Alles klar. Wie gesagt, was mit den Schrottsandern los ist, bitte fragt mich nicht. Ich glaube, da ist irgendwas einfach noch nicht... Ich glaube, das Spiel weiß einfach noch nicht, dass man an der Stelle schon einen Schrottsammler haben kann. Und da muss... Die müssen wir irgendein Baumenü haben und... Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Bitte fragt mich nicht, aber wir haben den wahren Jedi damit geschafft. Wir haben alle Missionen geschafft. Was sehr geil ist, dafür gibt es auch nochmal einen Küberstein. So, und ja, hier fehlt uns leider noch ein Minikit. Kann man nichts machen, müssen wir erst später kommen. Zum aktuellen Zeitpunkt, Freunde, haben wir jetzt die dunkle Bedrohung soweit, wie wir es nun mal können. Und ich würde jetzt mal Folgendes vorschlagen. Na, wir gehen jetzt mal nach Tatooine eventuell. Oder nach Naboo? Oh ne, ich habe eigentlich mehr Bock auf Tatooine. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch einfach mal, ob wir in Mos Espa jetzt noch ein paar sinnvolle Dinge bekommen. Weil wir haben jetzt eigentlich, außer die Schrottsammler, jede Charakterklasse am Start. Und wir wissen so ein bisschen, wie die Welt aufgebaut ist. Wir sind im freien Spiel hier. Das heißt, wir haben Zugriff auf alle Sachen, die wir wollen. Das heißt, theoretisch sollten wir in der Lage sein, sehr, sehr, sehr viele... Planetarer Transportdienst. Wir bringen euch ein Chewbacca? Wow. Also ich meine, wir sollten in der Lage sein, sehr, sehr viel hier zu schaffen. So, ich schaue jetzt einfach mal hier auf die Karte. Ne, und da, wir gehen jetzt einfach mal zu diesem Küberstein, der hier direkt vor uns liegt. Zack. Oder vielleicht auch hier drüben. Hier sind ja doch einige eingetragen. Und dann schauen wir erstmal, was hier abgeht. Oh, warte mal, das war hier drin. Moment mal, was hatten wir da gebraucht bei den Kollegen? Oh, das war diese elendige Sirene. Oh ja, ich erinnere mich, Freunde. So, wir düsen da jetzt rein. Und was hatte ich hier gebraucht? Ah, einen Übersetzer-Druiden, richtig. Aber den Kollegen haben wir jetzt. Das heißt, wir nehmen uns hier den etwas entstellten C-3PO. Hallo, ich bin C-3PO. Und verwenden den Shit hier einfach mal. Hat das funktioniert? Sicherlich behilflich sein. Noch nicht so ganz. Wir setzen uns mal kurz wieder zusammen. Moment. Das war äußerst unangenehm. So, ja, richtig. So, da setzen wir uns hin. Okay, was muss ich jetzt tun? Ich drücke das einfach mal drauf. Nee, Alarm aus. Ah! Ja, ich habe gerade den Alarm ausgeschaltet. Okay, und da ist... Das heißt, es kommen, glaube ich, keine weiteren von den Viechern mehr. So, sehr gut, C3PO, ja. Oh, wir haben endlich diese ätzende Sirene ausgestellt. Jetzt haben wir endlich mal hier unsere Ruhe. Strong, strong. So, und dann holen wir uns jetzt an der Stelle den Schlüssel raus. Das war obviously der falsche Knopf. So, ich wollte sagen, dann holen wir uns jetzt hier an der Stelle den Schlüssel raus. Yeah. Geheimer Tresor in Mos Espa Kennwort erlangt. Und bist du der geheime Tresor? Oder geht hier noch mehr? Da oben muss ich mich, glaube ich, hinhängen. Nee, kann ich das... Nee, stopp mal. Ah, ich kapiere. Stopp. Wir nehmen jetzt erstmal wieder einen normalen Charakter, der hier ein bisschen was drauf hat. So, du darfst dich jetzt mal ganz schnell verziehen. Für mich ist das ein Kind. So, hau ab. Okay. Und dann schieben wir jetzt das hier davor, weil ich habe nämlich gesehen, dass da oben ein Hebel ist. Wie gesagt... Was das mit dem geheimen Tresor noch auf sich hat. Ich denke, das findet mir dann bei Gelegenheit noch raus. Hier brauche ich nochmal den Bro. Alter, extrem viel Übersetzer-Stuff hier. Mhm, Kennwort eingeben. Genau, geheime Tresor in Mos Espa haben wir. Let's go. Das ist sogar direkt für hier drin. Und das öffnet uns hier drüben den Küberstein. Yeah, Raub der Rodianer. Geiler Scheiß, Freunde. So, und ich will jetzt einfach mal schauen, wie weit wir in der Lage sind, in Mos Espa vorzudringen, wenn wir mal hier wirklich all unsere Fähigkeiten nutzen, die wir haben. Wir müssen einfach mal hoffen,
dass kein Schrottsammler notwendig ist. Da wird es nämlich, glaube ich, schwierig. Aber wir haben ansonsten, glaube ich, echt ganz gut, ganz gute Chancen. Und ich glaube, wenn wir auch jetzt hier immer sozusagen so das freie Spiel ein bisschen abwechseln, na, also wenn wir quasi immer wieder so Orte erkunden und die 100% machen und uns dann aber auch wieder in das Episodengetümmel stürzen, weil das ist natürlich auch wichtig, damit wir neue Charaktere bekommen, dass wir neue Fähigkeiten bekommen und. Und ich glaube, so ein Mix davon ist ganz gut, weil ich kann mir vorstellen, wenn wir jetzt quasi die gesamte Story spielen und, warte mal, dahinter muss ich, glaube ich, hier zwischen diesen Gebäuden durch, ja. Wenn wir die gesamte Story erst spielen und dann nur noch freies Spiel am Ende ballern, dann verliert es ja, glaube ich, auch so ein bisschen Besonderheit. Und jetzt haben wir ja einfach mal den Vorteil, dass wir in diesem Spiel schon sehr, sehr, sehr früh Zugriff auf viele Fähigkeiten bekommen, die wir sozusagen für das Sammeln der 100% brauchen. Und dementsprechend ist hier, glaube ich, halt dieser geile Mix möglich. Yeah. Toydarianische Truhe. Strong. Gefällt mir. Und dann können wir hier echt gut Kübersteine sammeln. Damn, Geist. Es macht so Spaß. Der Kollege hat einfach einen. Muss ich mit dir reden? Hast du einen Auftrag für mich? Muss ich einfach kaputtballern? Ja, ich glaube schon, oder? Ach du Scheiße. Der Typ flüchtet einfach, warte mal. Der flüchtet hier im Kreis. Hätte ich mir das hier nehmen müssen? Oh Gott. Können wir den Typen irgendwie bekommen? Ich glaube, der ist hier lang. Aber nicht ganz sicher. Ja, da vorne ist der Geist. Ach du Scheiße. Was ein Akt, den zu bekommen. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, den schneller zu erledigen? Oder müssen wir den jetzt wirklich durch komplett Mos Espa jagen? So, Geist, da vorne chillt er wieder. Oh Gott. Nein, da muss es eine schnellere Möglichkeit geben. Da muss es eine schnellere Möglichkeit geben. Vielleicht, wenn ich einen Jedi nehme. Stattdessen, ich habe ihn jetzt gerade auf der Karte gesehen. Vielleicht, wenn ich mal kurz an der Stelle Darth Maul nehme. Und der da einfach mal sein Laserschwert wirft. Ja, das macht auf jeden Fall mehr Schaden. Das macht auf jeden Fall mehr Schaden. Und hier geht es einfach noch viel mehr Shit ab. Ach du Kacke. Ist der Dude hier nach vorne geflüchtet? Boah. Was ist ein Trash. Mann. Als ob wir nicht in der Lage sind, so einen komischen Druiden zu verprügeln. Ist das euer Ernst? Ich glaube, da ist nichts drin. Ich finde es auch so geil, wie die Laserschwerter immer so, so Schnittstellen an der Wand hinterlassen. Finde ich übel geil. Komme ich da hoch? Ich glaube schon, oder? Ja. Aber mir wird jetzt gesagt, dass es hier weiter unten ist. Aha! Hier ist ein Knopf! Okay. Ja, aber ich muss ja erst noch die anderen Knöpfe finden. Yo. Okay, da ist der Küberstein. Okay, da ist die 2. Wir müssen erstmal rausfinden, wo wir überhaupt hin müssen. Okay, da ist die 3. Dann haben wir jetzt 1, 2, 3 ist dann oben auf dem Dach. Und die 4. Okay, die 4 hier unten. Alles klar. Ich habe jetzt nicht die optimale Route gewählt, das weiß ich. Aber vielleicht sind wir trotzdem in der Lage, das gut hinzubekommen. So, warte. 2. 3. Und dann hier die 4, oder? Jawollo. Ich weiß es zwar noch nicht genau, wohin sich dieser Droide, wohin der ausgebüxt ist. Ich werde das gegen die Jedi einsetzen. Aber wir haben den städtischen Schatz gefunden. Das ist doch schon mal was, was gar nicht so bad ist. Mann, wo ist es, dieser scheiß Droide hin? Dieser drecksimperiale, was weiß ich, Droide. Oder, schaut mal, Freunde. Da drin leuchtet doch schon wieder was. Ah, und da brauche ich, glaube ich. Warum brauche ich dich hier? Nee, ich wollte gerade sagen, da brauche ich doch einfach jemanden, der schießen kann. Oh, aber unsere Druide schimmelt noch da hinten. Wieso? Wieso bist du nicht mitgekommen, Bro? Wir waren so ein gutes Team. Beziehungsweise wir sind so ein gutes Team. Freunde, da vorne ist er. Warte mal ganz kurz. Yes! Oh, wir haben ihn zerstört. Such Druidensuche, ey. Ich hoffe, das kommt nicht zu häufig vor. Oder vielleicht kann ich irgendwie noch den Schaden, den wir machen, erhöhen. Die Möglichkeit gibt es ja auch noch. So. Können wir da drauf feuern? Okay, dann führt das irgendwo hier rein.
Aha. Dann schießen wir hier drauf. Ah. Und dann geht das hier auf. Und eventuell kann ich mit diesem Panel jetzt sogar schon den Küberstein öffnen, ne? Who knows? Da müssen wir jetzt mal kurz die passende Kombination an Knöpfen eingeben. Und da ist das Objekt unserer Begierde. Stadtmittengitter. Damn. Freunde, wir machen gut Progress. Durch die Karte ist man wirklich in der Lage, sich hier schön von A nach B zu bewegen. Und einfach eine gute Übersicht über alles zu haben. Das gefällt mir. So, aber hier werden mit zwei Kübersteine sehr weit oben angezeigt. Da muss ich mal schauen, was jetzt hier die klügste Art und Weise ist. Vielleicht, wenn ich hier einen Jedi nehme, der nochmal quasi in der Luft ein bisschen weiter hüpfen kann. Scheiße, nee, ich glaube, das wird nichts. Okay. Mir wird auf jeden Fall hier oben wird mehr. Oh Gott! Ja! Ich sehe ihn, Freunde. Moment mal. Okay, wir nehmen die Leiter. Warum sollten wir auch nicht die Treppe nehmen, ne? Wenn ich vielleicht einfach auf den Kollegen was draufwerfe? Nein. Okay. Das ist nicht das Rätselslösung, weißt du? Manchmal denke ich mir, diese Tat ein ruhiges Leben im Nein, Tastenräuber machen nichts richtig, Mann. Tastenräuber sind einfach nur böse und evil. Aber hier ist noch ein Küberstein. Die sind gleich zwei. Warte mal. Warte mal. Hier ist auch noch einer. Für mich ist das ein Kinderspiel. Was ist das hier? Warte mal, bevor ich das bewege, sollte ich vielleicht mal rausfinden, wohin ich das überhaupt bewegen muss. Okay, hier drüben ist der Stein. Und um da reinzukommen, muss ich da hochkommen. Okay, warte mal. Doch. Dann ist das, glaube ich, genau dafür da. Ich kann mir dann aus diesen beiden, kann ich mir hier quasi eine Treppe bauen. Aber da muss erst der Große darüber. Dann schieben wir den Kleinen mal kurz beiseite. Ich will die paar Macht nehmen. Ich habe das Gefühl, damit bin ich schneller. Genau. Und dann können wir das nämlich schon mal dahin moven. Und dann nehmen wir uns quasi die kleine Version von diesem Gitter. Was auch immer da drin ist. Ist das Müll? Ist das einfach irgendwie so ein Sperrmüllcontainer, den wir hier gerade von A nach B manövrieren? Genau. Und dann komme ich hier zumindest schon auf die passende Höhe. Und dann kommen wir hier hoch. Yes! Und zack. Ist doch hier auch schon... gegen die Jedi einsetzen. Das Schiebespiel. Nice. Hilft mir noch nicht bei diesen Druiden hier oben. Muss ich vielleicht irgendwie über die drüber hüpfen oder so? Ich kann die halt irgendwie nicht angreifen. Da drüben ist auch R2-D2, der uns irgendwas erzählen möchte. Oh, da brauche ich einen Übersetzer-Druiden. Obviously. So, C3PO. Die Häuser am Platz werden schick aussehen, wenn sie fertig sind. Wenn sie je fertig werden. Die Arbeiter dort sind nicht gerade die hellsten. Scheint, als hätte einer von ihnen etwas Wichtiges vergessen. Okay. Ich weiß jetzt noch nicht genau, von welchen Häusern der Kollege redet, aber wie gesagt, mir wird hier auch noch ein Küberstein angezeigt. Also hier sind wirklich zwei auf einem Haufen. Zwar genau da, aber da ist doch nur einer drauf. Und warum kann ich die nicht angreifen? Ich muss irgendwie auf die da hochkommen. Ich muss irgendwie auf diese Druiden hochkommen. Schau sie mal an, Freunde. Okay, hier können wir hochklettern. Und wer bist du denn? Ein Wookie. Hallo, ich bin der wandernde Wookie. Meine Leidenschaft für das Reisen führt mich durch die ganze Galaxis. Wenn du also unterwegs bist, halte ruhig die Augen nach mir offen. Ich gehe später zu meinem ersten Pottrennen. Ich feuere aber keinen bestimmten Rennfahrer an. Ich finde einfach nur, dass es ein toller Sport ist. Okay. Alles klar. Ist das auch eine Sammelaufgabe? Aufträge? Herausforderungen? Wo ist der Wookie? Ja. Rede mit dem wandernden Wookie, der durch die Galaxis reist. Hä, ich habe jetzt sogar einmal mit ihm geredet. Hier, Tatooine Mos Espa. Jawollo. Okay. Wie crazy. Alles klar, aber wenn ich jetzt schon mal hier oben bin, komme ich dann von hier einfach an diesen Küberstein ran? Meine Rückkehr ist gekommen. Okay, Freunde, wir probieren es jetzt einfach. Auch wenn die Kamera echt gerade nicht die beste ist.
Aber yes! Kommt das von den Jedi? Bergungsdruiden-Akrobatik. Hahaha, wie geil. Ich habe zwar keine Ahnung, von wo das eigentlich losgehen sollte, diese Quest. Aber wir sind hier oben eigentlich ganz gut am Start, muss ich zugeben. Nice. So, ich habe auch, by the way, Freunde, das kann jetzt für euch gut sein oder negativ. Ich habe absolut keinen Überblick, wie lange diese Folge schon geht. Aber ich glaube, ich muss es hier bald mal Feierabend machen. Habe ich das Gefühl. Und irgendwie hier drin wird mir ein Kühlerstein angezeigt. Aber der muss wohl auf dem Dach sein, vermute ich. Wir werden beim nächsten Mal voraussichtlich noch ein bisschen weiter hier in Mos Espa Kübersteine sammeln. Ich versuche jetzt noch mal kurz da aufs Dach hochzukommen. Eventuell hiermit. Ja, da oben steht nämlich auch noch mein Kollege. Eventuell kann ich dann hiermit noch was hinbekommen. Ich muss irgendwie da drüben aufs Dach. Moment. Geht hier was? Ja, hier geht was. Hier geht was, Freunde. Oder ich muss da rein. Hier! Da! Einfach nur kaputt prügeln! Ausgegonkt! Jawohl, das steckt in diesem Gonk-Druiden drin. Stabil. Okay, also. Beim nächsten Mal wird Mos Espa noch ein bisschen weiter erkundet. Wir machen einen guten Job hier, würde ich sagen. Wir haben hier, wenn wir uns mal hier die Karte anzeigen lassen, hier in Mos Espa. Wo steht denn das? Gibt es nicht eine Gesamtübersicht, was ich noch so tun muss? Ich meine, ich habe 36% im Mos Espa. Also, why not? Beim nächsten Mal gibt es da noch weitere Kübersteine. Und dann starten wir eventuell schon mit Episode 2. Ich hoffe, wir sehen uns. Dankeschön an den Paulson, Lord Ryoma und Sion Komara für euren unfassbaren Support bei Kanalmitgliedschaft.